Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 12.09.2019. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir. Ach, da ist er, der Guaco. Der Guaco war ja gestern bereits im Shop gewesen, mit dem Update reingekommen, haben aber noch kein Video drüber gemacht. Übrigens ein Gameplay haben wir dazu. Dafür gibt es diesen ewigen Taco-Dienstag, neu diese verregneten Tage. Und der Emote Taco Zeit. Alles neu, zumindest seit dem Update. Dann, hier können wir die Community-Entscheidung machen. Ihr könnt jetzt mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, wofür ich mich entscheiden würde. Beginnen wir einfach mal mit dem Bullseye ins Schwarze. Und der Bullseye kriegt von mir, ich finde den nicht ganz so toll, 5 von 10. Ich weiß, dass er ziemlich beliebt ist, aber gut. Hier haben wir ein Voting von 4,55 von 5 bei 100 Votes. Am 7. November 2018 ist erstmal drin gewesen. 12 Mal seitdem 433 Reminders. Also sensationell. Wirklich sensationell. So, dann haben wir als nächstes hier den Zahnseidenwirbler. Für 500 V-Bucks, ich finde das Teil okay, aber nicht so super toll, kriegt von mir 7 von 10. Und dann hat hier ein Voting von 4,08 von 5 bei 12 Votes am 10. August 2019. Das erste Mal drin gewesen, 2 Mal, seitdem 21 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen. Dann haben wir hier den Taco-Zeit. Für 500 V-Bucks, muss man mal probiert haben. Ja, ist ein bisschen durchgeknallt, das Teil. Kriegt von mir auch 7 von 10. Taco Time hat hier ein Voting von 3,17 von 5 bei 6 Votes. Jo. Weiter geht's. Dann haben wir verregnete Tage. Ich glaube, da muss ich die Mucke mal ein bisschen lauter machen, sonst hört man hier gar nichts, oder? Ja, verregnete Tage und kriegt von mir 6 von 10 für 200 V-Bucks. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich prickelnd. Ist jetzt auch noch kein Voting für da. So, dann geht's weiter. Dann sind wir jetzt im Gekonti-Mode. Mega geil für 500 V-Bucks. Kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Bis jetzt auch aktuell das Highlight. Der Slick. Der Slick hat hier ein Voting von 4,13 von 5 bei 46 Votes am 11. Februar 2019. Das ist mal drin gewesen, 6 Mal, seitdem 78 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 23 Tagen. Dann sind wir bei diesem ewigen Taco-Dienstag, wo die Tacos hier auf der Waffe rumfliegen. Das sieht sehr strange aus. Das sieht wirklich sehr strange aus. Oh mein Gott, das kriegt von mir 3 von 10. Das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Hat hier aber hammer viele gute Benotungen. Dann schauen wir doch einfach mal da rein, wie habt ihr sie denn benotet? Hier 4,2 von 5 bei 5 Votes. Jo. Dann geht's weiter, dann haben wir hier den Klingenbiss, den Kabuto, den finde ich ganz, ganz cool, kriegt von mir 7 von 10.
beziehungsweise Jawblade ist das. Und Jawblade hat hier ein Voting von 3,72 von 5 bei 18 Votes am 18. November 2018 erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem. 7 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 96 Tagen, also knapp 3 Monaten. Dann gehen wir rein zum Shogun. Auch 7 von 10 für den Shogun. Und der Shogun hat hier ein Voting von 3,84 von 5 bei 30 Votes am 18. November 2018. Das ist mal drin gewesen. 7 Mal seitdem 140 Reminders. Letztes Mal im Shop auch vor 96 Tagen. Und dann haben wir hier den Tempest oder auch Gewitter. Ziemlich geiles Teil für 2000 V-Bucks. Kriegt von mir 10 von 10. Mega cooles Ding. Der Tempest. Und der hat hier ein Voting von 3,86 von 5 bei 63 Votes am 7. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem. 30, wie meine ist jetzt mal im Shop vor 33 Tagen. Dann geht's weiter. Dann haben wir den Blitz. Sieht immer so ein bisschen aus wie so eine Star Trek Kommandeurin. Und die hat hier ein Voting von 3,9 von 5 bei 39 Votes am 7. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. 5 mal 33, wie meinen das? So, den Sturmblitz finde ich ziemlich okay. Kriegt von mir 8 von 10. The Storm Bolt hat ein Voting von 3,85 von 5 bei 27 Votes am 7. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. 5 mal seitdem 2, wie meinen das? Und das Sturmauge, mega geil, kriegt von mir 10 von 10. Das sieht echt mega fett aus. Storm Eye hat hier ein Voting von 4,17 von 5 bei 29 Votes. Auch 5 Mal im Shop gewesen. Auch 3 Reminders, natürlich zur gleichen Zeit gelauncht worden. So, haben wir Turboland. Oh mein Gott, die sieht richtig gut aus. Für 500 V-Bucks kriegt von mir 9 von 10, Turbulent, mega geil, hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 14 Votes am 9. Juli 2019, das ist erstmal drin gewesen, dreimal seitdem, 4 Reminders. Dann sind wir hier auch schon durch bei dem Set, dann geht es jetzt zu dem neuen Guaco, zu dem haben wir ein Gameplay, jetzt oben in der rechten Ecke verlinkt, da steht drauf Tacos, da Tacos, oben. Aber da drin, das sind irgendwelche, das ist hier Käse, verlaufender Käse, da sind Pommes. Also Taco mit Pommes habe ich auch noch nicht gesehen, kann ich mir irgendwie gar nicht so wirklich vorstellen, wie das schmecken soll. Taco mit Pommes, was ist das hier eigentlich? Also wenn das das Fleisch ist, was da drin ist, dann sieht das auch nicht wirklich lecker aus. Also egal, also ich würde in das Teil nicht reinbeißen wollen. Ich weiß, jetzt muss ich so einen Mittelweg finden. Der Herr Sofort findet den mega cool. Und der Herr Sofort würde dem mit Sicherheit 8 von 10 mindestens geben. Ich finde den mega schrecklich und ich würde dem wahrscheinlich 4 von 10 geben. Das heißt, wir landen irgendwo auf dem Mittelweg. Gibt's dann 6 von 10 von meiner Seite für den Guaco. Und er hat hier ein Voting von 3,3 von 5 bei 10. Votes, ja, zweimal, klar, im Shop. Jo, dann kommen wir jetzt hier hinten hin. Erstmal die Entscheidung, was würde ich nehmen? Was nehme ich? Den Yeehaw, hier die Flytrap oder da den Patronen, gute Patronen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt auf Englisch heißt. Ich nehme hier Flytrap, der würde von mir ein Vote bekommen. So, jetzt bewerte ich noch den Shop und der Shop kriegt von mir ein Voting. So, müssen wir mal ganz kurz schauen. So, ich finde persönlich, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So, ich finde persönlich die neuen Items sind okay. Okay, also der Sturmblitz und so weiter ist geil. Ich bin jetzt kein Mega-Fan von diesem Shop. Ich bin auch kein Mega-Fan von dem Taco. Ich esse gerne Tacos, ich liebe Tacos, aber der Guaco, der ist nicht so meins, ja.
Nichtsdestotrotz im Gameplay mit dem Backpack und so weiter, das sieht schon irgendwo passend cool aus, aber egal. Also hier, jetzt von mir kriegt das Teil ein It's Meh. Ich kann da jetzt nicht Love It sagen, ich kann auch nicht Hate It sagen. Hate It würde auch nicht passen, also It's Meh. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Nutzt unseren Creator-Code sofort U gleich TTV. Schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop. Wir sind mit dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Und ich bin weg.